Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Parkitect. Und ja, wir sind ja mit Ice Chef Islands haben wir noch nicht abgeschlossen. Das werden wir aber, glaube ich, in dieser Doppelfolge abschließen können. Hier. Wenn ich mich recht entsinne, war ich immer noch dabei, auf einer Achterbahn zu forschen, damit ich. Ja, weil. Das hier werde ich nicht mehr abschließen, bevor das hier kommt, aber ich möchte halt eine neue große Achterbahn haben, um halt die 550 Besucher in den Park locken zu können. Ich denke, hier muss ich halt echt nochmal schauen. Gott sei Dank ist das hier jetzt in dem Park nicht so wichtig, aber notfalls selber muss ich hier echt einen Teil der Warteschlange noch wegmachen. Und da kann ich dann ja was anderes theoretisch dafür hinpacken. Gut. Du forschst immer noch an Achterbahnen. Ja, die haben halt alle kein Dings da. Daher. Hier ist ganz gut was los bei. Das ist sehr schön. Also, die Dinger tragen. Haben ja auch einen ganz guten, haben ja auch eine ganz gute Gästeabarbeitung. Da kommen alle auf einmal sogar rein und da sind immer noch Plätze frei sogar. Gut. Ich denke. Gut, die Frage ist, stelle ich. Ja, da stelle ich noch einen davon hin und hier kommt noch ein Mülleimer hin. Gibt eine Menge Überschuss und Salz. Aha. Ah ja, da ist der Twister hier. Den ich da hier unten vergraben habe. Was wird wohl als nächstes an Attraktionen kommen? Ich hoffe ja immer noch auf einen normalen Looping-Kurs, damit ich Mantis bauen kann. Ui, Schiffschaukel. Okay, Schiffschaukel macht Plus, das reicht mir. Der macht definitiv Plus. Der hier ist so ein bisschen Problemding. Der macht zwar Plus, aber hey. Na komm, packe ich den auf 3 hoch. Der macht auch ganz guten Plus. Da brauche ich nichts zu ändern. Die arbeiten sowieso alles sehr gut nieder. Der auch. Also die Bewertungen sind absolut gut. Ich brauche halt nur im Grunde noch ein bisschen mehr bzw. größer an Attraktionen, damit ich halt die Besucher in den Park bekomme. Das ist halt das Einzige. Spinning Coaster. Da habe ich. Gewinn mache ich schon mal ganz guten auch. In den Augen.
Was sind Schrauben? Wieso habe ich einen Schraubenstand? Ist das neu? Zufriedenheit, Müdigkeit, Hunger geht aber runter. Okay, Zufriedenheit geht hoch. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was Schrauben sind. Das sagt mir nichts. Fische. Sitzfische. Was kann das sein? Da oben habe ich ja einen Food Court. Hier habe ich ja den anderen Food Court. Ich denke, dass ich da auch nochmal in dem Bereich hierchen auch nochmal was aufbauen sollte in die Richtung. Die Frage ist halt nur, wann ich das mache. Spinning Coaster. Ah, fuck. Weniger Besucher, danke sehr. Joho. Gut. Ich muss halt irgendwie. Schulungsraum, Pausenraum, Müllspucker. Das bringt mir alles gerade nicht so viel. Ich habe ja schon einen Twister da unten unter die Erde gesetzt. Ich brauche wirklich eigentlich eine neue, wirkliche Großattraktion halt. Um halt weiter Besucher in den Park locken zu können. Und das wäre halt wirklich jetzt ein weiterer Coaster. Das ist das Einzige, was ich jetzt gerade wirklich machen kann, leider. Okay, Spinning Coaster ist fertig. Gut. Gut, was haben wir denn hier alles? Jolly Spinner. Okay, der hier hat 46 hat der. Gut. Yeah. Ich werde den hier nehmen. Die anderen sind mir etwas zu teuer gerade. Auch wenn die. Das hat zum Beispiel eine sehr geile Bewertung, aber ist trotzdem halt. 11.000 ist halt schon relativ teuer. Ich könnte mir den sogar. Obwohl, ich könnte mir den fast leisten, aber nein. Ich werde mit Jolly Spinner gehen. Hoppala, die Doppala. Okay, das ist die Höhe. Dreier. Dreierhöhe ist das. Gut. Sollte ich den dann hier vielleicht sogar so bauen? Da ist. Ich könnte den hier so bauen. Ah, komm, ja. Das sieht doch mal lustig aus. Gut. Farbe ändern. Gut. Okay. Und du warst das hier?
Nein, wirst du nicht. Gut, du wirst das hier. Gut, dann mach ich dich mal auf. Und direkt auf 5 hoch schon mal. Gut. Way, klasse. Direkt hier Gewitterprobleme. Läuft doch. Ich möchte mal schauen, kann ich hier unter... Ja, ich kann hier unter Wasser bauen. Das ist für mich sehr gut. Das heißt, dass ich hier theoretisch die Dinger längs ziehen kann. Gut, dann sollte ich, denke ich, auch hier... Gut, du hast... Welche Höhe? 0,5 hat der. Gut, der hat hier... 2. Gut. Damit bist du da fertig. Damit baue ich hier noch einmal Müllschlucker und pack das Ganze jetzt noch ein. Ja, wir wollen ja nicht, dass das so da aussieht. Wände. Da, Wände ist gut. Wände ist schön. Das ist schon mal das, dann kann ich jetzt hier einfach mal Schrauben daneben packen. Was auch immer Schrauben sind. Sind das vielleicht irgendwelche Waffeln oder so? Gut, und daneben... Und nochmal Limonade erstmal. Und ich denke, da packe ich dann auch nochmal hier direkt Mülleimer hin. Damit habe ich hier diesen Bereich schon ein bisschen mehr quasi Leben eingehaucht und alter Schwede, ey. Ich könnte sogar auf die 350, auf die 500 gleich kommen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh, ein Battle Coaster.
Also, jetzt ist hier echt gut was los in dem Bereich. Also, das scheint sich gelohnt zu haben, das zu machen. Ich bin bei 1500, bin ich jetzt pro Monat. Okay, ich bin bei 500 Besuchern und ich brauche 550. Das hier schaffe ich ja nicht. Die erlebte hier habe ich. Die 45er Zufriedenheitsbewertung, 75er habe ich ja auch die Zufriedenheitsbewertung hier. Also das ist schon mal nicht ganz so schlecht. Ich denke, ich stelle dann hier auch nochmal einen Träger ein weiter und zwei Hausmeister nochmal ein. Ach komm, ein Sicherheitspersonal auch nochmal. Mechaniker auch ein. Gut, das dürfte aber dann. Oha, hier ist jetzt richtig gut was los bei dem Ding. Mal sehen. Inverted Coaster. Ich möchte einfach nur mal abchecken. Weil ich bin dann. Den ich mal gebaut habe, habe ich glaube ich auch mal noch nicht abgespeichert. Ich habe nämlich mal einen ziemlich lustigen Inverted Coaster zusammengebastelt. Warte mal kurz. Dekoration. Einfach mal checken. Okay, das hat Dekorationsbewertung. Wodurch? Doch nicht hierdurch, oder? Das macht doch keine Dekorationsbewertung oder irgendwie. Egal. So. Die Sachen habe ich alle versteckt. Das ist. Ja, das sieht alles relativ vernünftig aus hier, was das angeht. Warte mal. Doch, ich glaube, die Geschäfte machen jetzt Dekorationsbewertung, so wie das hier aussieht. Finde ich irgendwie lustig. Okay, 501 Besucher und wieder fallend, aber egal. Das ist für mich nicht so problematisch. Ich weiß, dass ich relativ nah an den 550 Besuchern dran bin. Das heißt, während dieser Aufnahme kriege ich die definitiv schon zusammen. Ein Schienenachterbahn, aha. What the fucking hell geht hier denn jetzt auf einmal los? Ah, hier ist ja richtig was los bei dem Ding auf einmal. Also jetzt geht dieser Bereich hier echt ziemlich hart ab, nachdem ich die Bahn hier gebaut habe. Auch den Gewinn, den wir derzeit einfahren, ist ziemlich gut. Gut, ein Schienenachterbahn. Die Bobbahnen sind halt alle ihr Geld quasi nicht wert, ist das Problem.
Mal sehen, was wir so an einen Schienenachterbahnen daraus bekommen. Ob da vielleicht auch einige günstige Objekte hier für uns zum Bauen dabei sind. Gut. Oh, die Schiffsschaukel ist sogar auch mal relativ vernünftig besetzt. Sie fährt Gewinne raus, ey, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist auch ganz gute Gewinnmarge. Und der Jolly Spinner, der macht wenigstens Gewinn, also so würde ich beurteilen. Solange es Plus macht, habe ich kein Problem damit. Okay, Hunger, Durst, aha. Das ist wahrscheinlich auch hier wieder wegen. Deshalb Hunger. 80%. Aber ansonsten, die Bewertung sieht eigentlich ziemlich gut aus. Würde ich sagen. Komm schon, ich möchte sehen, ich möchte wissen, was es für die einen Schienenachterbahn alles gibt. Ja, doch, damit mal fertig. Aber wir haben... Also, ich sag mal so, Platz hätten wir auf jeden Fall noch ganz gut, was hier. Wir können, so wie es aussieht, auch noch diese Bereiche hier dazu kaufen. Diesen Bereich hier können wir noch komplett dazu kaufen, offenbar. Diese kleine Ecke können wir theoretisch, glaube ich, auch noch dazu kaufen. Also, und wir haben sowieso noch hier den ganzen Platz hier frei. Also, was das angeht, Platz haben wir noch. Relativ guten. Ich find's immer noch geil, wenn man hier zum Park kommt, dieser Dino, der da einfach so steht. Das finde ich total cool. Ich bin auch ein Dino-Fan. Ein kleiner Knuddi, der Dino. Also ich gehe zumindest davon aus, dass es ein Dino sein soll und kein Drache. Bei Drachen hätte man noch jemanden noch Flügel dran geklatscht. Ah, okay. Hey, eine Schienenachterbahn. Gut, Forschungslabor wird aufgeräumt. Ja, hier gibt es offenbar einige, die man theoretisch bauen kann. Okay. 73, 8. Also 90 ist schon geil, aber enthält nicht erforschte Objekte, gruselige Strukturen. Und das Ding ist wahrscheinlich ziemlich. Das geht sogar von der Größe her. Also von der Größe geht das sogar. 90% ist schon hart. Und der Preis geht davon eigentlich auch noch relativ gut klar. Helix Hedera wäre gerade das, worüber ich nachdenken würde. Temple of Ra. Toria. Oh, 81%. Vulcano. Twin Snakes hat 77,5. Nicht schlecht. Alpine industrielle Strukturen, aha. Okay. Da sind einige sehr interessante Dinger dabei. Ich denke, ich setze euch, nachdem wir mal die Achterbahn
erforscht habe, mal auf Dekorationen um. Und mal sehen, was dann so finanziell gleich bei rumkommt. Ha ha ha.